Liebe rechtsuchende Bevölkerung, hier spricht wieder Ihr Rechtsanwaltmagister Gerold Beneder, Pressesprecher der MFG. Ich habe wieder eine Reihe von guten Nachrichten und wieder ein paar schlechte Nachrichten. Fangen wir mit einer guten Nachricht an. Die Zahlen sinken. Die Zahlen der positiven Testzahlen sinken. Die Zahlen betreffend der Normalbetten, die mit Covid-19-Personen belegt sind, sinken. Die Zahl der Intensivbetten, die mit Covid-19-Personen belegt sind, sinken auch. Meine Anregung an die Wissenschaft, an die Med-Uni Wien, an die Spezialisten der Regierung, an die Regierung, an die Systemmedien, wäre es nicht endlich an der Zeit zu analysieren, wie viel von den 2.598 Leuten auf Normalbetten mit oder wegen Covid-19 in den Krankenhäusern von 60.000 oder wie viele von den 203 Personen mit oder wegen Covid-19 in den Intensivbetten von 2.200 wirklich ursächlich wegen Covid-19 im Krankenbett liegen. Wir haben jetzt 26 Monate sind vergangen, wäre doch vielleicht einmal eine spannende Recherche, ein spannendes Thema für eine Diplomarbeit oder für Dissertation oder für Studie, für die Systemmedien, für die Regierung, für die Wissenschaft, für die Universitäten zu analysieren, wie viele Leute da wegen Krebs, wegen Herz-Kreislauf-Problemen, unzufälligerweise einem Test oder wirklich ursächlich wegen Covid-19 in den Krankenhäusern liegen. Es gibt die Stellungnahme vom Bundesminister, die sagt, 25% liegen nicht ursächlich wegen Covid-19, obwohl es in der Statistik sind. Es gibt eine Studie aus Halle, die sagt, 50% liegen nicht ursächlich deswegen im Spital. Es gibt eine Studie der CDC aus Amerika, die sagt, nur 6% liegen ursächlich wegen Covid-19 im Spital. Es gibt Meinungen, die sagen, 90% liegen nicht ursächlich im Spital. Na, wäre das vielleicht nicht einmal ein Anlass für unsere Wissenschaft, der Sache auf den Grund zu gehen? Wenn man will, kann man das leicht machen. Wenn man will, kann man sich gern die 203 Krankenberichte anschauen von den Leuten, die auf der Intensivstation liegen und schauen, ob die 1, 2, 3 Vorerkrankungen haben, ob die 80 Jahre oder darüber sind, ob Covid-19 ein Nebenbefund ist, ob Covid-19 der Hauptbefund ist. Also nach 26 Monaten könnte man das vielleicht von Regierung, Systemmedien und Wissenschaft verlangen, dass man dieser Sache auf den Grund geht. Wie gesagt, die Zahlen fallen, wäre doch ein guter Anlass, die Kettenverordnungen aufzuheben, das Impfpflichtgesetz aufzuheben, die zahlreichen verschärfenden Novellen im Epidemiegesetz aufzuheben, das Covid-19-Maßnahmengesetz aufzuheben. Nur wie gesagt, eine Anregung in Anbetracht der fallenden Zahlen. Die nächste gute Nachricht: in Deutschland ist über das Impfpflichtgesetz abgestimmt worden und siehe da, dort hat die Mehrheit der Abgeordneten dagegen gestimmt. Fragt man sich, warum ein paar Wochen vorher in Österreich die Abgeordneten dafür gestimmt haben. In Deutschland hat es keinen Clubzwang gegeben. Die Leute haben sich also frei nach ihrem Gewissen entscheiden können. Genauso wie in Österreich sind auch in Deutschland zahlreiche Leute an die Abgeordneten herangetreten, haben sie aufgeklärt, es sind Stellungnahmen eingebracht worden. Wie in Österreich vorher bei uns ist das Impfpflichtgesetz beschlossen worden. In Deutschland ist es nicht beschlossen worden. Sind wir gescheiter wie die Deutschen? Sie kennen schon meine Meinung. Die 133 Abgeordneten, die für das Impfpflichtgesetz in Österreich gestimmt haben, obwohl es weder eine medizinische Notwendigkeit gibt, noch das verfassungsrechtlich argumentierbar ist, sind lebenslang nicht wählbar, meiner Meinung nach. Und eines Tages werden sie sich hoffentlich für diese Abstimmung politisch verantworten müssen. Ich entnehme aus den Medien, dass sogar die ELGA der Auffassung ist, dass dieses Impfpflichtgesetz nicht erforderlich und nicht geeignet ist. Wie gesagt, die Abstimmung in Deutschland wäre ein guter Anlass, noch einmal in Österreich über das Impfpflichtgesetz abzustimmen. Man braucht eigentlich nur eine einzige Zeile festzulegen, nämlich eine Zeile,
dass das Impfpflichtgesetz ab, sage jetzt einmal, 1. Mai ersatzlos aufgehoben wird. Nächstes Thema, der Russland-Ukraine-Konflikt. Ich appelliere an die österreichische und an die europäische Politik, hier deeskalierend zu wirken, nicht Öl ins Feuer gießen. Ich ersuche, dass Sie sich jeden Medienbericht zu diesem Thema, jede Stellungnahme wirklich kritisch hinterfragen, was im Interesse von Europa ist, was im Interesse von Russland ist, was im Interesse von Deutschland ist, was im Interesse von Europa ist. Ich glaube, wir haben jetzt genug wirtschaftliche Probleme. Wir haben steigende Mieten, wir haben steigende Stromkosten, wir haben steigende Gaskosten, wir haben steigende Spritkosten. Und wollen wir da wirklich eine Politik fahren, die den Konflikt noch verschärft, Sanktionen machen, die uns treffen, die Österreich trifft, die Deutschland trifft, die Europa trifft, die Russland trifft, wo andere davon vielleicht profitieren, wo andere einen viel geringeren Schaden haben als wir. Also bitte immer nachdenken, was ist gut für unser Land, was ist gut für Europa, und wir wären gut beraten, wenn wir da uns am Verhandlungstisch setzen würden, wenn wir den Konflikt nicht noch weiter anfeuern, sondern deeskalierend wirken, die Leute am Verhandlungstisch bekommen und eine vernünftige Lösung erzielen. Es ist nicht im Interesse von Österreich, Deutschland, Europa und Russland, einen Konflikt auf der europäisch-asiatischen Kontinentalplatte auszutragen. Da freuen sich vielleicht andere, aber wir haben davon nichts. Wir müssen immer nachdenken, wer hat den größeren Schaden, wer hat den größeren Nutzen. Und es kann nicht sein und darf nicht sein, dass wir ein drittes Mal in Europa einen Konflikt haben zwischen europäischen Staaten und Russland und wir alle drauf zahlen. Und wie gesagt, ich bin kein ängstlicher Mensch, ich bin ein Optimist, aber wenn man Russland so in die Enge treibt, ja, oder vielleicht sogar angreift, dass dann irgendwer auf die Idee kommt, da einen begrenzten Atomkrieg vom Zaun zu brechen, ist wirklich die Frage, wer hat davon was? Also ich glaube, sowas braucht keiner. Wir brauchen keine Eskalation, wir brauchen keine Verschärfung, wir brauchen keine Presseberichte, die vielleicht noch Öl ins Feuer gießen, wechselseitige Belastungen und Gräuelmeldungen und was auch immer. Also immer diese Berichte kritisch hinterfragen, ob das an Wahrheitsgehalt hat oder ob es sich um eine Art der wirtschaftlichen Kriegsführung oder eine Kriegspropaganda handelt. Bitte halten Sie die Augen offen. Ich ersuche alle Österreicher und die Politik, sich aktiv für den Frieden einzusetzen, aktiv aufeinander zuzugehen, sowohl im Staat, in der Gesellschaft, als auch auf der politischen Ebene. Und bitte denken Sie immer daran, was für die österreichische Bevölkerung gut ist. Die Zeichen stehen nicht gut. Wir haben eine grandios wachsende Staatsverschuldung in den letzten 2 Jahren. Das werden irgendwann einmal die Österreicher zurückzahlen müssen. Wir haben eine steigende Inflation, wir haben steigende Energiekosten. Es besteht die Gefahr, dass bei einem Wirtschaftskrieg mit Sanktionen dann auch noch die Lieferketten gestört werden. Also bitte, wir als MFG werden uns dafür einsetzen, das durchzusetzen, was für die österreichische Bevölkerung am besten ist. Und das Beste ist es, wenn man mal die Wirtschaftsrestriktionen in Österreich beseitigt, wenn man diese Verordnungen, die immer noch den Mittelstand belasten, beseitigt. Die Daten würden es hergeben, die Daten haben es hergegeben, und bei sinkenden Zahlen kann man wirklich drüber nachdenken, ob der Osterfrieden eintreten soll und man endlich einmal die Österreicher wieder in Freiheit leben lassen kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer ein schönes Wochenende und bleiben Sie wachsam.